Hey Leute, ich bin Bubi und ich glaube, das ist noch mein Kanal. Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon etwas länger her, dass wir uns hier auf dem Kanal gesehen haben. Ja, ich möchte gar nicht viel reden, sondern heute geht es hauptsächlich um euch. Ihr wisst, es war sehr, sehr lange Ruhe auf dem Kanal. Das letzte Video waren irgendwelche Weihnachtsgrüße. Ostergrüße hatte ich schon gar keine Lust mehr, beziehungsweise überhaupt keine Zeit mehr gehabt, irgendwas zu machen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich irgendeinen Beitrag gepostet habe auf YouTube. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Davor hat mir das Shelter-Projekt auch leider eingestampft wegen Zeit und Motivationsverlust. Vorab ein Satz nur. Ich habe jetzt wieder auf jeden Fall Bock. Deswegen bin ich auch hier. Motivation ist auf Level 100. Ja, ich habe meinen ersten Teil meiner Ausbildung geschafft. Bin jetzt tatsächlich Tiefbau-Facharbeiter. Bin jetzt auf dem Weg zum Straßenbauer, denn Wege verbinden. Ja. Egal. Ja, das heißt, meine Motivation ist wieder da, meine Zeit ist wieder da und ich würde sagen, wir können jetzt voller Euphorie neue Projekte starten. Und deswegen seid auch ihr gefragt. Denn ich könnte jetzt einfach loslegen, irgendwelche Projekte machen, könnte filmen, schneiden, machen, tun und lassen. Und am Ende ist es gar nicht das, was ihr sehen wollt, sondern nur das, was ich gedacht habe, das würdet ihr gerne sehen. Und ich habe mir gedacht, um den Kanal jetzt in Anführungszeichen neu zu starten, frage ich euch. Also, ihr seid jetzt die, die mir quasi die Idee für neue Drehbücher geben. Sagen wir es einfach mal so. Neue Projekte, ich weiß es nicht, was ihr sehen wollt, Survival, Lost Places oder eine Idee, die ich auch schon mal hatte, zu sagen, hey, wir blasen uns ein Schlauchboot auf, setzen uns auf den Fluss, ja, kann man so sagen, oder auf den See und rudern im Kreis herum oder in den Fluss entlang, machen einen schönen Livestream, haben ein paar schöne Stunden, reden um Gott und die Welt, ne? Oder. Also, ihr seid da, sag ich jetzt mal, gefragt, also eure Ideen sind meine Drehbücher, sagen wir es mal so. Ich habe auch schon die Idee gehabt, ihr kennt das vielleicht, ihr seid so auch im Bett, wollt schlafen, was auch sonst, habt eine richtig geile Idee, seid auch mehrere Stunden mit der Idee wach, morgens wacht ihr auf und stellt fest, fuck, ich habe gar keine Zeit mehr, entschuldigt mir den Ausdruck, aber es fühlt sich so an, ich habe keine Zeit, mein Wochenende ist eigentlich schon voll geplant, Berichte schreiben, lernen, und da musst du dich noch um dein eigenes Leben kümmern. Und das ist meistens Einkaufen. So, dann ist dein Wochenende auch schon verplant. Das soll keine Ausrede sein, aber es bringt nichts, dass ich mich vor die Kamera stelle und hallo, ich bin's. Und heute machen wir dies und das. Das macht gar keinen Sinn. Das macht weder für mich Sinn, da wirst du ja depressiv dabei und euch langweilt das vielleicht in irgendeiner Ansicht oder Hinsicht, sagen wir mal so. Und ja, was habe ich da für eine Idee gehabt? Tatsächlich ging mir schon öfters die Idee durch das Thema, Wasser. Wasser, der Bestandteil des Lebens, Bestandteil der Erde und das wichtigste Bestandteil. Und jeder weiß, für was wir Wasser brauchen. Wir brauchen es, damit wir nicht dehydrieren und nicht verdursten. Deswegen habe ich schon öfters die Idee gehabt, warum behandle ich nicht auch wie alle anderen das Thema, was tue ich, wenn ich kein Wasser mehr habe, trotzdem dehydrieren bin, mega Durst habe und ja, was kann ich tun? Wie erkenne ich zum Beispiel, ob ich Brachwasser, Sumpfwasser trinken kann? Ja. Wie kann ich meinen Instinkten vertrauen? In puncto, ist das Wasser trinkbar? Ist es nicht trinkbar? Kann ich das wieder trinkbar machen? Oder sollte ich absolut die Finger davon lassen? Hm? Vielleicht auch so mit 1-2 Selbstversuchen zu sagen, okay, wie merke ich denn eigentlich, dass ich jetzt kurz vorm Dehydrieren bin und kurz vorm Umklatschen bzw. so ein bisschen auch die Orientierung verliere? Wie merke ich das? Und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich eine Dehydration verzögern? Aber das Wichtigste, denke ich, was kann ich denn dagegen tun? Was ist denn, wenn ich in diesem Punkt angekommen bin? Was sind, sage ich jetzt mal, Erste-Hilfemaßnahmen? Wie komme ich daraus wieder ohne Schaden aus dieser
ja, es ist eine gefährliche Situation. Ein anderes Thema, was mich auch selber so ein bisschen kitzelt zu machen ist, was mache ich denn, ihr kennt diese Situation zu genügen, ich bin mit meinem Schiff auf der Nordsee unterwegs und ihr kennt es vielleicht auch, gibt so ein schönes Lied, wir haben nichts zu trinken oder was sollen wir trinken? Ja, früher bei den Piraten war der Rum alle, hatte man glaube kein Wasser mehr an Bord, so sind die Mythen und da ist der ein oder andere schon mal auf die Idee gekommen, Salzwasser zu trinken. Und ich möchte einfach für mich auch die Frage stellen, was tue ich denn, wenn ich in den Genuss gekommen bin, Unmengen an Salzwasser zu trinken? Ja. Und für mich stellt sich dann auch die Frage, wo ich sage, ey, auf so einen Selbstversuch hätte ich auf jeden Fall Bock. Wie reagiert denn mein Körper darauf? Also, ja, wie reagiert mein Körper? Wie merke ich jetzt, dass ich meinen Salzhaushalt zerstört habe? Ja. Was sind die Anzeichen? Wie reagiert mein Körper darauf? Aber das Wichtigste ist für mich immer, was kann ich dagegen tun, wenn es passiert ist? Ja. Und vielleicht, wie kann ich aus Salzwasser etwas Süßwasser gewinnen, was ich trinken kann. Das wäre so für mich eine Video-Idee, die ich euch vielleicht so ein bisschen für den Start in den Kanal mitgeben kann, wo ich sage, da hätte ich Bock drauf, da würde ich mich auch richtig geil drauf vorbereiten, weil ich selbst für mich sage, das wäre für mich so ein bisschen selbst eine neue Erfahrung. Ja? Ja, vielleicht auch nicht so dieses, also wie es jetzt viele machen mit diesen, oh, meine die Welle, aber leider sieht sich keiner hin, ein wenig nach hier oben. Egal. Mit diesen ganzen Wasserfilter, die es mittlerweile gibt, sondern das Thema möchte ich wirklich so anpacken, denn nicht jeder hat zum Beispiel einen Wasserfilter dabei, wenn er wandern geht. Nicht jeder kauft das. Und deswegen möchte ich das so ein bisschen anpacken, was, wenn es halt wirklich passiert. Und ich sage immer so, es gibt Leute, die sagen, mir passiert sowas nie, ich bin vorbereitet. Ja, ich sage dazu immer so dieses Thema, wieso tragen denn Rennfahrer beispielsweise einen Helm? Ja, wieso haben Rennautos Sicherheitssysteme verbaut? Ja? Wenn man ja davon ausgeht, dass ein Rennfahrer ja professionell und unfallfrei fährt jederzeit. Ja, zu dem Thema, es kann jedem immer alles passieren, auch wenn du der Profi in deinem eigenen Gebiet bist. Also das Wort oder das Zitat, man sollte niemals nie sagen, den Satz eher, ist schon berechtigt. Also, ja, wenn der Herrgott mit dir nicht so richtig will an diesem Tag, dann passiert es dir. Und meistens dann sogar, wenn du es gar nicht vermutest. Ja? Also, die Sonne kann nicht mal scheinen, es ist nicht mal heiß und viel zu viel. Egal. Weißt du, das Video jetzt auch nicht in die Länge treiben. Ich habe euch jetzt eine Idee mitgegeben. Wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt, dass ihr das gerne sehen wollt. Aber natürlich seid ihr gefragt mit sämtlichen anderen Ideen. Also, wenn ihr andere Ideen für den Kanal habt, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Auch wenn ihr davon ausgeht, dass sie völliger Blödsinn sind. Man muss ehrlich sagen, der Blödsinn ist meistens das, was cool ist. Also Blödsinn ist immer cool. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so böse, ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe. Ich muss auch ehrlich sagen, so ein bisschen fällt es mir auch schwer, wieder vor die Kamera zu sein, vor der Kamera zu stehen, frei zu reden. Ich glaube, das muss ich erst wieder erlernen, so ein bisschen. Wobei, verlernen tut man es ja nicht wirklich. In dem Sinne, Leute, ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Und also am liebsten würde ich jetzt gleich tausend Videos drehen und die sofort zurechtschneiden. Aber wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Eure Ideen sind mein Futter für die nächsten paar Wochen. Und ich würde sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf die nächsten Projekte. Also ich bin ich bin so voller Eurofie. Ja, was für ein Delfin. Ja, ich freue mich einfach, dass es wieder losgehen kann. Ist doch ganz klar. Wollen wir auch nicht so viel reden, Leute. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Bubi, haut rein. Ciao.